Russen sagen auch natürlich, Takt ist Maschine, Rhythmus ist das Leben. Und was ist Rhythmus? Herzfrequenz. Also dein Herz schlägt 60 Schläge pro Minute in normalem Zustand. Und wenn wir Herzrasen bekommen, nach dem Lauf zum Beispiel, heißt es eigentlich, ja, ich bin in Bewegung. Also Rhythmus ist natürlich die Liebe selbst. In deinem Leben sind einige Faktoren auch sehr wichtig. Zum Beispiel deine Ernährung. Deine Gedanken sind wichtig, die kreieren nämlich deine Realität, deine Ziele, das ist noch wichtiger. Also man muss immer höhere Ziele haben, damit man auch lebt und nicht nur existiert. Spaß am Leben haben, deine unbewusste Ebene, auch inneres Kind genannt, auch das kommt jetzt hier auch in der Ausbildung. Damit werden wir auch arbeiten, denn wir haben drei Schubladen insgesamt, inneres Kind, Solarplexus, Herzschublade und Kopf. Also das heißt, in allen drei Schubladen wird was abgelagert. Inneres Kind ist Unbewusstes. Das heißt, alles, was du erlebt hast, was nicht zu dir gehört, ist immer noch abgelagert. Herzchakra, wenn du sagst, ich kann mich nicht verlieben oder die Menschen reagieren auf mich komisch oder ich habe Geldverluste, denn Herzchakra zwei Themen hat. Geld und Liebe gleichzeitig, wie die Venus. Planet Venus hat auch beide Themen, wird auch zugeordnet zum Herzen. Und Kopfschublade ist der volle Kopf. Kabelsalat, wenn man sagt. Oder tausende Gedanken vielleicht hast, aber trotzdem nicht nach vorne kommst. Ja, nächstes Thema ist natürlich auch verrückte Dinge machen. Auch das ist das jetzt, was dein Leben einfach mal lockerer macht. Was ist überhaupt verrückt? Verrücken. Das heißt eigentlich anders sein. Also nur so wirst du auch bemerkt. Wobei eigentlich ist es egal, ob andere dich loben oder nicht. Du sollst lernen, dich selber zu loben. Dann bist du auch fokussiert. Meditationen bringen auch weiter. Auch hier in dieser Ausbildung habe ich auch natürlich einige für dich. Mutiger werden, sich was erlauben. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und sich natürlich immer mehr erlauben, damit man in Genuss kommt. Das sind so viele Dinge, wie du siehst. So viele Dinge, die du machen kannst. Und damit du auch in Bewegung kommst, ist diese Ausbildung die richtige für dich. Russen sagen auch natürlich, Takt ist Maschine, Rhythmus ist das Leben. Und was ist Rhythmus? Herzfrequenz. Also dein Herz schlägt 60 Schläge pro Minute in normalem Zustand. Und wenn wir Herzrasen bekommen, nach dem Lauf zum Beispiel, heißt es eigentlich, ja, ich bin in Bewegung. Also Rhythmus ist natürlich die Liebe selbst. Und wenn man sich liebt, soll man sowohl für seinen Körper, für seine Seele und für seinen Geist etwas tun. Also Love is Power. Interessant ist auch, was Dr. Joe Dispenza sagt. Das ist auch interessant, auch ihr kennt bestimmt auch seine Seminare, was da alles läuft. Wenn sie sich weiterentwickeln, verändern sie ihr Gehirn, sagte er. Das sagen auch die Schamanen. Denn alles hängt im Gehirn. Also wir haben tatsächlich 5 verschiedene Möglichkeiten im Gehirn, 5 verschiedene Wellen. Und zwar, wo ich jetzt euch alles erzähle, das ist Beta-Welle. Ich versuche immer langsamer zu sprechen, weil ich viele Informationen habe, muss ich mich selber bremsen. Aber es gibt auch noch langsamere Wellen im Gehirn, zum Beispiel Theta-Welle und Delta. Also und da geht es auch mehr um die meditative Einstimmung und Trance. Und genau in diesen Wellen macht unser Geist, unser Gehirn auch vieles korrigieren, sogar körperlich. Und das neue Ist-Zustand, wie Dr. Dispenza sagt, ja, das ist, was Fokussierung ist. Also, was wir auch Schamanen sagen, du musst fokussiert sein in deinem Leben. Du darfst kein Opfer in deinem Leben sein. Du darfst auch kein Opfer darstellen. Dann bist du im Grunde genommen erstmal mal glücklich. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere jetzt unbedingt diesen Kanal. Denn schon bald findest du hier den nächsten Beitrag von einem deiner Top-Mentoren.